Ja, die Asus-Pressekonferenz ist vorbei. Es wurde das neue Asus ZenPad vorgestellt. Und das sieht man auch schon hinter uns. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, wir haben uns zum ZenPad durchgekämpft. Ich habe es jetzt hier in der Hand. Das 8 Zoll Modell ist das mit einem Atomprozessor, Quad-Core 64-Bit. Das Gerät hat 2 GB internen Speicher und bis zu 32 GB lassen sich auf die integrierte auf den integrierten Speicher bringen. Asus möchte mit dem Gerät ein bisschen in die Lifestyle-Ecke gehen. Das heißt, es wird im Endeffekt vermarktet als Fashion-Tablet und entsprechend ist auch die Oberfläche ein bisschen schicker und man hat auch diverse Cover mit bereitgestellt, die man halt mitverkauft und die halt auch ein bisschen in die Fashion-Ecke gehen sollen. Schickes Tablet, definitiv. Die rückwärtige Kamera hat 5 Megapixel, die Frontkamera 2 Megapixel. Es ist ein WXDA 8 Zoll Display verbaut. Ja, wir werden es demnächst auch testen und euch dann natürlich auch nochmal genauere Benchmarks und weitere Details verraten.